So, nächste Frage, die direkt im Chat gestellt worden ist, blende ich ganz kurz ein und lese sie vor. Gibt es in Confluence eine Datei-Import-Schnittstelle, um zu sagen, dass man alle in einer Datei aufgeführten Benutzer einer bestimmten Confluence-Gruppe zugeordnet werden sollen? Vielleicht eine ganz kurze Übersetzung meines Verständnisses. Wurde mir gerade auch im Chat schon bestätigt, dass ich das richtig verstanden habe. Es geht darum, normalerweise muss man in Confluence im Administrationsbereich Benutzer und Gruppen manuell anlegen. Können wir uns ja mal kurz angucken. Das heißt also, währenddessen beantworte ich die Frage auch schon mal. Ich kann also jetzt hier oben sagen, okay, gehen wir mal in den Administrationsbereich. So, hier Confluence Admin. Und dann kann ich hier unten neue Benutzer anlegen, Benutzer verwalten, kann den also hinzufügen. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, Gruppen zu verwalten und die hinzuzufügen. Und jetzt sollte dieser Prozess, dass ich jetzt zum Beispiel hier einen Confluence-Benutzer habe und da dann jemanden hinzufügen will, das soll sozusagen über eine Datei erfolgen und nicht manuell über die Oberfläche erfolgen. Dieser Automationsprozess ist standardmäßig über die Web-Oberfläche nicht möglich. Das heißt, Sie haben keine Möglichkeit, hier irgendwo eine Datei hochzuladen als CSV oder Textdatei und die wird dann automatisch verarbeitet. Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, dass Sie die Benutzer und die Gruppen mit Ihrem bestehenden Benutzerverwaltungssystem abgleichen können. Also wenn Sie ein LDAP-System haben oder einen Microsoft Active Directory, dann können Sie die dort verfügbaren Informationen automatisch in Confluence synchronisieren. Und zwar sowohl die Benutzer mit den Legitimationsdaten, das heißt also, die können sich dann auch mit dem gleichen Benutzernamen und Passwort einloggen, und auch mit der Gruppenzuordnung. Das heißt, dass ich jetzt in einem Unternehmen, sagen wir mal mit 500 Mitarbeitern, kann ich hingehen und kann sagen, okay, die Leute melden sich ja heute schon an meinem Active Directory an den Rechnern an und die Informationen mit der ganzen Gruppenzuordnung, die synchronisiere ich mit Confluence und spiele die da ein. Das wäre meine Antwort auf die Frage. Ganz eng an der Frage geblieben, würde das bedeuten, dass ich mit Nein antworten muss. Das heißt also, nein, Sie können das nicht hochladen. Vermutlich, wenn ich jetzt mit einem unserer Systemadministratoren hier sitzen würde, dann würde er mir sagen, doch, das geht. Du kannst mir hier eine Datei geben und dann spiele ich das irgendwie in die Datenbank ein und dann funktioniert das schon. Das ist überhaupt kein Problem. Vorgesehen ist ein solcher Fall nicht. In der Regel behaupte ich, wird es den Unternehmen auch so gehen, dass die schon ein bestehendes Datenbankkonstrukt haben mit einem LDAP-System oder einem Active Directory. Sie können ja gerne da nochmal was in den Chat schreiben, ob das bei Ihnen auch der Fall ist oder ob Sie wirklich eine Datei hochladen wollen. Der Abgleich mit einem bestehenden Active Directory ist jedenfalls ganz problemlos möglich und in der Regel auch das, was Unternehmen tun. Ja? Also, die gehen hin und sagen: Okay, hier ist unser Verzeichnis, die und die und die Gruppen sollen synchronisiert werden. Manchmal ist es auch so, dass das Active Directory viel größer ist als der Anteil der User, die jetzt erstmal in Confluence arbeiten sollen. Vielleicht hat man nur eine kleine Confluence-Lizenz gekauft mit 25 oder 50 Usern, hat aber 3000 User im Active Directory. Dann kann man auch nur gruppenweise importieren. Das heißt, man kann eine Gruppe machen, Confluence-Pilotgruppe, da schmeißt man dann 20 Leute rein und die importiert man einfach nur in das Confluence. Das geht auch, ist überhaupt kein Problem. Fragen Sie mich nicht wie, aber es geht und wir haben zumindest auch Berater und Systemadministratoren, die sich damit sehr gut auskennen. Das muss man im Zweifel nochmal auf technischer Ebene weiter vertiefen. Aber ich denke, die Frage ist dann soweit beantwortet. Ansonsten stellen Sie einfach kurz im Chat noch eine zweite. Alles klar, danke, tschüss.